Hallo und herzlich willkommen auf lyrella.de. Schauen wir uns nun an, was man mit der Sinusfunktion noch machen kann. Wir haben ja schon in einem anderen Video gesehen, dass man die Funktion in y-Richtung strecken kann, das heißt, sie höher oder tiefer machen kann, und dass man die Funktion auch in x-Richtung strecken kann. Das heißt, dass sie dann länger braucht, um eine Welle zu vollziehen, oder kürzer. Das wird durch diese Buchstaben a für Amplitude und b, das ergibt sich aus der Periode mit der Formel b gleich 2π durch die Periode. Nun gibt es schon zwei verschiedene Möglichkeiten, die Sinusfunktion zu verändern. Nun schauen wir uns zwei weitere Möglichkeiten an. Wir haben wieder in blau die ganz normale Sinusfunktion. Sinus x, wie wir sie kennen. Was wollen wir wissen dann, wie entwickelt sich die rote Funktion, die wir hier haben, aus der blauen Funktion. Wir können uns einige Eigenschaften erkennen, zum Beispiel dieser Hochpunkt hier, der ist gerade bei Pi halbe, bei unserer normalen Sinusfunktion, und der verschiebt sich hier auch gerade um diesen Wert Pi halbe nach links, weil er ist in unserer neuen Funktion gerade bei 0. Das heißt, der Hochpunkt oder generell die komplette Funktion hat sich um Pi halbe nach links verschoben. Das sehen wir zum Beispiel hier an dieser Nullstelle bei Pi, die ging auch gerade um Pi halbe nach links. Oder dieser Tiefpunkt hier, der ging auch gerade um Pi halbe nach links. Das heißt, diese neue Funktion hat sich gerade dadurch, ist gerade dadurch entstanden, dass man die alte Funktion um Pi halbe nach links verschoben haben. Das heißt, Verschiebung in x-Richtung mit unserem Beispiel. Das war gerade eine Verschiebung um Pi halbe nach links. Und jetzt kennt ihr das schon von den Parabeln. Wenn man eine Parabel um einen Wert nach links verschiebt, muss man dann statt x, dann x plus diesen Wert schreiben. Also nicht minus, sondern immer umgekehrt, wie man es eigentlich denkt, x minus diesen Wert. Also Pi halbe nach links würde dann heißen x plus den Wert, und Pi halbe nach rechts würde heißen x minus Pi halbe. Das heißt, wir ersetzen x mit x plus Pi halbe. Wie dann unsere Funktion aussieht, aus Sinus x würde natürlich Sinus von x plus Pi halbe. So funktioniert es. Und jetzt sehen wir allerdings an dieser roten Funktion auch, dass die kennen wir auch schon irgendwo her. Sie beginnt bei 1 mit einem Hochpunkt, geht dann hier runter. Nun, wenn ihr euch erinnert, das ist gerade die Cosinus-Funktion. Das heißt, wir können uns merken, Sinus von x plus Pi halbe, und das ist gerade unser Cosinus von x. Das heißt, man kann die Cosinus-Funktion erhalten, indem man die Sinus-Funktion um Pi halbe nach links verschiebt. Schauen wir uns nun diese violette Funktion an, was ist da passiert? Nun hat sich der Hochpunkt gerade um Pi halbe nach rechts verschoben. Oder hier der Tiefpunkt genauso. Also die komplette Funktion hat sich um Pi halbe nach rechts verschoben. Das heißt, die violette Funktion, es hat sich also um nach rechts verschoben, also muss ich x minus Pi halbe machen. Also Sinus von x minus Pi halbe. Allgemein kann man schreiben, Verschiebung um den Wert c, also ganz allgemein, um c in x-Richtung, macht dann aus der Sinusfunktion Sinus von x minus c. So funktioniert es also. Okay, das wäre die Verschiebung in x-Richtung. Wenn wir uns nur diese Schaubilder hier unten anschauen, da sehen wir, man kann die Sinusfunktion auch in y-Richtung verschieben, nach oben oder nach unten. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Und zwar, wenn wir überprüfen, ja, wie diese violette Funktion aus der blauen Funktion, die wir schon kennen, entstanden ist. Ja, das können wir machen, indem wir einfach mal, vielleicht können wir den Hochpunkt vergleichen oder auch den Ausgangspunkt, das ist egal. Und der Hochpunkt ist vielleicht ein bisschen markanter. Das heißt, wie weit muss ich hier nach oben gehen, um aus der blauen Funktion diese violette Funktion zu machen?
Ich gehe vom Hochpunkt 1 nach oben, 2 nach oben, 3 nach oben. Das heißt, ich habe die Funktion um 3 nach oben verschoben, um 3 in y-Richtung. Wenn ihr euch an die Parabel erinnert, wenn ich eine Parabel um 3 nach oben verschiebe, schreibe ich einfach am Ende nochmal plus 3 dran. Nichts anderes ist hier. Das heißt, in diesem Beispiel, Verschiebung um 3 nach oben, und dann schreiben wir einfach Sinus von x und dann plus 3. Das heißt am Ende immer den Wert, den wir verschoben haben. Nun, wenn es nach unten verschoben werden würde, müsste man hier einfach dann statt plus gerade minus den Wert machen, den wir verschieben. Also allgemein können wir schreiben Verschiebung. Wenn wir jetzt die Variable wieder nehmen, um d in y-Richtung schreibe ich dann einfach Sinus von x plus d. Soweit so gut. Nun haben wir also auch die Verschiebung in x und in y-Richtung durch. Wenn wir das Ganze zusammenfassen wollen, wir haben vier Möglichkeiten, die Sinusfunktion zu verändern. Erstens, ich mache sie in y-Richtung breiter oder schmaler. Oder ich mache sie in x-Richtung breiter oder schmaler, das heißt Periode häufiger oder seltener. Oder ich mache sie in x-Richtung, verschiebe ich sie nach links oder nach rechts. Oder ich schiebe sie nach oben oder nach unten. Diese vier Möglichkeiten habe ich. Wenn wir das ganz allgemein formulieren, bekommen wir die allgemeine Formel der Sinusfunktion. Also kombinieren wir das. F von x ist dann a für die Amplitude mal Sinus von b in Klammern x minus c, Klammer zu plus d. Warum muss ich hier die Klammer machen? Nun, wir ersetzen x mit x minus c. Das heißt, ich muss dann auch, damit das b auch für beides greift, natürlich auch um die Klammer, dass es b mal c ja auch noch weiter ausgerechnet wird. Ansonsten würde hier sich das c verändern. Das ist die allgemeine Sinusfunktion. Nochmal zum Wiederholen. A, Amplitude. B ergibt sich aus der Periode. C, Verschiebung in x-Richtung. Und D, Verschiebung in y-Richtung. Schaut doch mal auf der Homepage www.lyrel.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.